So, heute sind wir mal zu viert da. Dafür ist es schon spät. Viel Zeit haben wir heute nicht mehr. Zu viel im Wald gefällt. Ach so, hier, wir haben ja unseren Zweiradmechaniker da. Kannst du das Ding mal schnell zum Laufen bringen? Ja, ich brauche aber einen Schlittschraubenzieher. Okay, habe ich noch im Werkzeugkasten. Können wir gleich holen. Ach, herrlich. Jetzt kann die Apokalypse starten. Ach, schade. Ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass jemand hier war und das freigeräumt hat. Los, Männers, an die Arbeit. Ich filme, ihr arbeitet. Ich brauche den Schlitz. Ja, ich hole dir den Schlitzschraubendreher, dann kannst du das Ding jetzt im Laufen bringen. Sehr gut. So, wir schauen uns jetzt mal die guten Fundstücke ein bisschen genauer an. Gerade weil auch gute Kommentare ihr habt, die uns da so gewisse Hinweise gegeben haben. Beispielsweise, ob hier noch so ein Schild dran ist. Und hier steht drauf, Heinrich Bonin. Rheidorom. Genau, dann kann ich nicht lesen, was oben drauf steht. Müsste man mal ordentlich sauber machen. Bohrung an der Seite ist vorhanden. Dementsprechend müsste dieser Rahmen hier aus den 50er Jahren sein. Ja. Ansonsten hat sich auch im Bunker noch so einiges an Teilen von diesem Simson Star angefunden. Ist natürlich an Teilen mehr als von einem. Also wie es halt hier drinnen veranstaltet haben. Da kommt die wieder zusammen. Ja. Ansonsten sind wir schön fleißig weiter. Freischütten, Musik. Boden, wie gesagt, sieht man gut aus. Verhältnismäßig. Unser liebster Mechaniker sucht weiter nach Ersatzteilen. Warte, ich hab dir. Ja. Ich hab dir den Schlitzschrauben. Ja, mitgebracht. Ja, ist das denn? Da ist er. Na bitte. Was soll da was werden? Ich habe auch noch welche im Werkzeugkasten. Danach kannst du das Ding noch schlimmer machen als das Fleisch, oder? Ja, auf den heutigen Stand der Technik bringen. Mach doch einen Elektroroller draus. Ja. Der kann dann schön mit Kohlestrom funktionieren. Nein, Batterien sind doch da. Ach so, stimmt, wir haben ja auch noch jüngste alte Batterien. Da steht sie ja drauf. Irgendwie Rückgabegarantie oder so, hatte ich gelesen. VW sieht man leider nicht mehr. Audi, Porsche, VW. Mhm. Wartungsfreie 2 Jahre Garantie, aber irgendwo stand noch diese verursacht. Nein, das kennen wir ja. Alten Batterie. Da, garantierte Altbatterieentsorgung. Ja, ist mir noch nie untergekommen. Aber die Dinger kann man ja einfach beim Schrotthandel abwählen. Bringt 4,50 Euro pro Kilo. Zum Glück auch noch nicht ausgelaufen. 2 Stück haben wir. Schon mal die zweite, wer weiß, wie viele da noch sind. Ja. Wir haben noch so ein nettes Türchen. Das müssen wir dann nochmal irgendwann rausholen. Und ich gehe mal davon aus, dass auf der anderen Seite des Bunkers, weil da halt alles aufgeschüttet ist, das noch ein bisschen anders aussieht. Ob es da so einen Eingang gibt, wie den wir schon frei gemacht haben, das glaube ich eher nicht. Gut. Ich sage immer gut, ich weiß. Wurst, sage ich auch öfter. Wir machen jetzt gemütlich weiter hier. Und das zeichne ich jetzt nicht auf. Ich zeige euch dann den Stand, wenn wir ein bisschen weiter sind. Und ja, bis später. So, hier sind wir auf der anderen Seite. In dem Bereich, wo eigentlich der zweite Eingang sein müsste. Da ist irgendwie noch so ein Tarnnetz drauf. Da liegt so ein Baum raus. Naja. Aber sonst ist hier nichts zu sehen aus der Erde. Naja, hier werden wir nochmal ein bisschen buddeln müssen, um dann festzustellen, wie sieht es mit dem anderen Eingang aus. Wahrscheinlich eher von innen nach außen, anstatt umgekehrt. So Leute, wenn dieses Video online ist, dann habe ich es wahrscheinlich überlebt.
Wie versprochen werde ich jetzt in diese Röhre kriechen. Ja. Ich habe gar keine Lust. Es sieht so gruselig aus. Naja, aber das Video wird halt nur online kommen. Wenn es zusammenbricht, dann ist ja die Kamera auch begraben. Ja, eben. Deswegen sage ich ja, wenn das online kommt, dann könnte das sein, dass ich noch lebe. Als Fluchttunnel unheimlich gut geeignet. In einem Top-Zustand. Könnte schlimmer sein. Ha! Die Qualität des Tunnels wird besser. Yes! Naja, hier sind doch ein paar Wurzelchen. Bis jetzt habe ich noch keine Ratten gefunden, außer die, die hier gerade reinkriecht. Aber mal lieber nicht zu schnell, dass ich hier noch Vibration verursache. Ah, da sieht man schon, wie schön zu ist. So, gucken, ob wir noch ein paar Leichen haben. Flasche. Ah, wie sich nicht endet, halt abhebt. Wir suchen, was wir drin gekippt. Siehst du den Eingang? Naja, das ist ja halt einfach zugekippt. Okay. Also, hier kommt man dann auch nicht weiter. Das wäre dann wieder so ein Thema mit dem Ausgraben. Oh, ein Licht am Ende des Tunnels. Ah, ich hab einen Hund gefunden. Hey, lebt er noch? Hopp, hopp, keine Ahnung. Ist er nicht hübsch? Ja, er ist nicht hübsch. Ah, definitiv nicht. Na ja. Ja, gut, dann kommen wir wieder zurück. Das wird auch noch ein Spaß. Aber ich habe schon gehört, dass sich in dem Bereich, wo jetzt hier dieser Tunnel endet, eine nette Betonplatte befindet. Also offensichtlich zugekippt und dann noch was drüber betoniert. Ah ja, wir haben ja sonst nichts zu tun. Aber hier hinten sieht der Tunnel gut aus. Hier kann man sich ja schon fast wohlfühlen. Auch wenn es merkwürdig ist, dass die Mücken selbst hier hinten reinkommen. Aber schön trocken. Eklig wird es erst wieder hier vorne. Oh. Nächstes Mal nehme ich mein Rollbrett mit. Das ist ja echt anstrengend hier mit den Beinen. So, und ab hier sieht er dann halt nicht mehr so schön aus. Das müssen wir dann draußen von außen mal komplett freigraben. Und dann den Zustand von außen angucken. Wahrscheinlich einfach einzelne Ringe rausnehmen, austauschen. Oder von außen nochmal zubetonieren. Ja, das sieht irgendwie aus wie eine Kacke. Na, vielleicht gab es hier doch mal noch andere tierische Bewohner. Gut. Ja, ich lebe noch. Oh, oh, Rücken. Oh, das ist schlimmer, Altes. Ah. Yes. In der Minute, wo ich das sage, bin ich schon wieder eine Minute älter. Na, was sagt ihr dazu? Werdet ihr aber auch reingekrochen? Hat schon ein bisschen was Respekt einflößendet. Oder sagen wir Angst einflößendet. So, ich habe euch einen Hund mitgebracht. Einen Hupfen. Hey, du bist so viel Arsch. Wo ist er hin? Der ist weg. Der lebt doch noch. Ach, der hängt hier an dem. Ein Pudel. So, wir versuchen jetzt diesen netten Traktorreifen hier rauszurollen. Den hat ordentlich Gewicht. Deswegen ist es ganz gut, dass wir heute nicht alleine sind. Kai, ups, na, los. Ah! Ach, das war ein Aquarium und ja kein Reifen. Ja? Dann nehmen wir los hier.
Schäfchen. Wenn die nicht schon kaputt wäre, wa? Ja. Habe ich jetzt falsch gedacht? Ja, wa? Andersrum. Alles gut. Dann können wir mal drehen. Platz. Jetzt bin ich hinten. Dann wird doch ein Fühlchen. Die Treppe wird bestimmt noch spannend. Der kippt rüber. Passt nicht? Ja, okay. Meine Box. Und mein Handy. Ach, Mann, ey. Dann machst du Fische fressen? Du bist der Fisch. Was stinkt hier so eine Scheiße? Ganz kurz, warte mal. Ackerstelle rausnehmen. Ja. Viel leichter sehen. Boah. Hat so ein bisschen was von Waschmaschine, oder? Ja. Das ist nicht sauberer werden, die Steine da drin, sondern Dreck, ja. Hier muss die Leuchte mit. Ich sollte die Kuppen nach vorne hin. So. So, zieh. Hinter dir ist noch ein Rucksack, ja, denk dran. Schieb! Ich erkläre mal kurz weg. Rollen in den Wald! Rollen, aber rollen! Tschüss! Bums! So, heute noch Handschuhe. Guck dir jetzt an. So viel dazu. Was riecht hier so nach Scheiße? In welchem Auto sitze ich nachher drin? Keine Ahnung. In keinem. Hier uns gemütlich gemacht. Gut. Zwei von uns gehen jetzt gleich schon mal Sachen zum Auto bringen. Dann hören wir gleich auf. Das war ein anstrengender Tag, gerade im Wald haben wir uns gut geackert. Hier auch wieder ordentlich was rausgeschafft. Ja, lasst uns gerne einen Kommentar da, was euch gefallen hat und was euch auch nicht gefallen hat. Was ihr vielleicht noch mal als Detail sehen wollt oder was ihr als Information haben wollt. Zu dem Bunker und ja, dann gucken wir, was wir alles in zukünftige Videos mit einbauen können. Jetzt kommt noch mal eine kleine Zusammenfassung vom Tag. Wir zeigen euch, was wir noch zusammengesammelt haben, was wir noch so für Funde hatten. Zunächst einmal hat unser Mechaniker alle Teile zusammengesammelt, die hier irgendwie zu der Simson gehören. Da kam eine ganze Menge zusammen, also es ist definitiv nicht nur von einem Moped, sondern wahrscheinlich von mehreren. Wir gucken dann mal, was noch brauchbar ist, aber viele Dinge sehen echt schon sehr ramponiert aus. Und dann hat man auch so ein paar Kleinfunde, 8x4 Dio. Wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich irgendwelche Leute hier mit einem Riesenpaket 8x4 Dio diesen Bunker gesprengt haben. Ja, Coca-Cola mindestens haltbar bis 1998. Also offensichtlich auch Dinge, die neuer sind als 30 Jahre hier reingekippt. Ja, also was sehr merkwürdig ist, ist eine Muschel. Wir wissen nicht, wie die hierher kommt. Also überflutet war es nicht. Aber ist vielleicht was mal Dekoration für ein Klo oder so. Klo haben wir hier nicht gefunden. Ja, Schnecke. Kein Wunder, wenn es hier so feucht ist, das wundert uns nicht. Fanta, ja, alles mögliche. Wir werden wahrscheinlich irgendwelche Jugendlichen früher mal gehaust haben, Partys gemacht haben. Sah zumindest nach dem Dreck sehr danach aus. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt gern wieder rein, damit ihr seht, wie es weitergeht.
ja, lasst uns gerne einen Kommentar da und sagt uns, ob es euch gefallen hat oder nicht und was wir besser machen können. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.